So, dann habe ich noch diese Hütchen. Die haben kein W, sind rund geschnitten, sind sehr biegsam, ja, leicht zu biegen, tun nicht weh, wenn man darauf fällt. Ja, die biegen sich mit, kein Problem. Diese Hütchen nehmen wir auch, um den Platz zu markieren, den 16er bei einem F-Jugendspiel zum Beispiel. Da liegen bei uns diese Hütchen auf dem Spielfeld, weil die tun nicht weh, wenn man drauf tritt. Die tun nicht weh, wenn man drauf fällt. Und sie markieren ganz gut. Gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Das passt. Weiterhin nutze ich sie manchmal beim Training und wandle sie ab. Ich mache nämlich aus diesen einen Hut. Einen Hut, damit die Kinder, wenn sie dribbeln, den Kopf nach oben halten und nicht den Kopf senken, denn sonst fällt der Hut auf den Boden und dann dürfen sie wieder von hinten starten oder bekommen einen Minuspunkt. Ja, da kann man so einen Hut aufsetzen, da muss der Kopf weit nach oben gehalten werden und ich kann den Ball führen, ohne dass es fällt. Sobald ich nach unten gucke, fällt der Hut auf den Boden.